Hast du dich jemals gefragt, wie Parasiten unbemerkt unsere Gesundheit beeinträchtigen können? In unserem heutigen Interviewausschnitt gibt uns der Heilpraktiker Alan Baklayan aufschlussreiche Einblicke in die verborgene Welt der Parasiten und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Alan erklärt, warum Parasiten als heimliche Krankmacher gelten und welche Symptome darauf hindeuten können. Bereite dich darauf vor, deine Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit zu erweitern. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir haben es vorhin schon angedeutet, es gibt einige Beziehungen zwischen Giften bzw. Umweltgiften und den Parasiten. Was für Beziehungen bestehen denn da zwischen diesen beiden Faktoren? Also das eine ist natürlich ganz einfach, dass Umweltgifte haben die Tendenz, sich immer konstitutionell, also am schwächsten Punkt des Menschen, an einer Leber schwächt, also eher dort sich anzusammeln. Ne? Mhm. Dort ist sein Schwachpunkt. In den ganzen System. Und dort, wo sich Umweltgifte sammeln, ist das Immunsystem immer nicht sehr aktiv. Das heißt, weil so viele Umweltgifte dort sind, ist das Immunsystem, fährt in der Gegend runter. Das ist natürlich sozusagen wie gemacht, das Nest, das ist wie gemacht für die Parasiten, um genau sich dort zu installieren. Die Umweltgifte verstehe ich auch im weitesten Sinn. Das heißt auch, im Sinne des inneren Milieus, ne? Wenn Sie also zum Beispiel, was in der Populärmedizin, so die berühmte Übersäuerung und so weiter, ne? Also wenn Sie vom inneren Milieu übersäuert sind, das heißt hier bestimmte Säuren, da zähle ich auch schon die Umweltgifte dazu, die das verursachen oder mit vermehren, ja, dann ist dort das Immunsystem wird blockiert, ja. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt, nehmen wir einen ganzen Klassiker, den wir täglich in der Praxis haben. Sie haben Gärungsalkohole. Ne? Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie saufen oder trinken. Das Methylalkohol, Isopropylalkohol und so weiter. Das Ethylenglykol, das entsteht ganz einfach. Also wenn Sie zum Beispiel Winde haben oder Blähungen, ne? Dann haben Sie automatisch Gärungsalkohole. Daher kommt das ja. Und die können natürlich diffundieren in den ganzen Körper. Und dieses Isopropyl zum Beispiel, das ist ein für das Immunsystem ganz schwer, dann an diese Gegend noch ranzukommen. Und das ist dann natürlich wiederum ein Paradies für A, gewisse Parasiten und B, gewisse Erreger, zum Beispiel Bakterien, die selber ja, wenn Sie jetzt an anaerobe Bakterien denken, die selber diese Gärungsalkohole noch mehr produzieren. Ne? Mhm. Das vermehrt sich dann gegenseitig oder kann die das? Der Klassiker ist, wenn ich einen Patient habe, der dann bei der Anamnese und ich befrage und er hat Blähungen und ich sehe schon in seinen Augen, dass die Candida-Belastung sehr hoch sein wird. Also. Und klassischerweise sage ich, ich frage immer nach, rauchen Sie, trinken Sie, nehmen Sie Drogen, also nur in der Anamnese, um zu wissen, was blockiert war, womit habe ich zu tun. Mhm. Und dann sagt er, nee, ich trinke überhaupt nicht. Dann frage ich aber, vertragen Sie? Sagt er, nein, ein Gläschen und ich bin komplett schon, ich vertrage es nicht, ich bin besoffen, er ist mir schlecht, ich bin übersäuert, ich fange an aufzustoßen. Dann weiß ich fast, ich muss es schon fast nicht mehr testen, natürlich teste ich trotzdem, dass der hat eine hohe Candida-Belastung, weil der Candida wiederum macht Gärung. Jetzt macht der Candida Gärung und die Leber ist eh schon überlastet, das innere Milieu ist völlig übersäuert und wenn der nochmal drauf trinkt, ist vorbei, das ganze System, der braucht dann quasi 20 Stunden, bis er das wieder, bis er ein Gläschen, wo jeder andere nur lacht. Also das ist ein ganz typische dann Ketten, die wir dann erkennen dabei. Okay. Und es ist auch so, dass die dass die Parasiten auch die Gifte in sich speichern? Ja, also das war witzig. Wir haben damals 95, 96, wir fingen an mit anderen sehr guten Kollegen, die Parasiten zu testen und dann
kamen wir aus verschiedenen Richtungen, also es war nicht nur ich, sondern wir waren uns einig plötzlich, dass wir immer Parasiten synergistisch, bedeutet, dass die Schwingungen zusammengehen, mit Umweltgiften testen konnten. Mhm. Ich dachte, wow, jetzt haben wir was Tolles entdeckt, was Neues, und weil wir haben auch, wenn man das so therapiert haben, hatten wir wirklich Erfolge, ne? Und dann, wie immer, in der Parasitologie, was ich erwähnt habe, in den Studien, alter Hut, also nichts Neues entdeckt. Parasitologen wissen das alles. Also wenn Sie mit einem Parasitologen reden, der weiß all diese tollen Erkenntnisse, die sind ihm ganz klar. Nur wenn Sie mit einem normalen Therapeuten, Arzt, Heilpraktiker, für den ist das fremde Welt, nee, Parasiten gibt es doch nicht. In der Parasitologie ist bekannt. Also nochmal zurück zum Thema. Parasiten tatsächlich speichern Umweltgifte, die nehmen sie in sich auf. Die sind sogenannte externe Speicher von Umweltgiften. Es gibt zum Beispiel Studien, wo man Kühen und so weiter Schwermetalle, also mehr so Cadmium in ihrem Futter, viel mehr als sonst, also genau. Und dann nach der Schlachtung hat man die analysiert, ganze Studien, und dann hat man gesehen, die haben Parasiten, und dann hat man die Parasiten analysiert und hatten die Parasiten erhöhte Cadmium, Blei, also alles, was man denen gegeben hat, das konnte man dann nachweisen im Parasit. Also daher zum Beispiel in dem Parasit der Fasciola hepatica, das ist so typischer Parasit für Kühe und so weiter, haben sie sehr oft, ne, der Leberegel, der berühmte Leberegel und so. Das kann man dort nachweisen. Also die speichern das, und für uns, wenn wir die Patienten testen, das ist total spannend, weil wir manchmal am Anfang, wir haben Parasitenkuren gemacht, Patienten, und plötzlich sind die Werte der Umweltgifte waren höher. Und das konnten wir uns am Anfang überhaupt nicht erklären. Sowieso, ich habe doch bei dem schon das Formaldehyd schon ausgeleitet. Wieso hat der jetzt plötzlich höhere? Denkt man sich immer, wo waren Sie denn? Ja, ich war nirgends. Und dann erst im Laufe der Zeit kamen wir darauf, dass indem wir die Parasiten abtöten, so kann es passieren, dass ein paar Umweltgifte vorübergehend, das hält natürlich nicht, sind nicht Riesenmengen, das geht dann wieder raus, aber vorübergehend erhöht sind, und die muss man dann auch wieder ausweiten. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Jetzt haben wir einen sehr großen Ausflug gemacht, weil ich vorhin nochmal nachgefragt habe zu der Papain-Kur. Sie waren gerade dabei, über Rheuma zu sprechen, Rheuma, Parasiten, wo, also wir wollten ja noch auf so ein paar Beispiele eingehen, wo Parasiten jetzt besonders gehäuft Ursachen verankern. Also eins, worüber ich sehr gern spreche, weil ich weiß, dass diese Menschen sehr arm dran sind, und und da können wir wirklich, also da habe ich auch Dutzende von dokumentierten Fällen, das ist die Colitis ulcerosa. Sie wissen, was ich meine, das ist der Reizdarm, der in geschwürige Entartung geht. Das ist eine Krankheit bis heute nicht sehr salonfähig. Man redet nicht so gern wie andere Krankheiten drüber, haben aber wirklich sehr viele Menschen. Die haben also manchmal mehrere bis manchmal Dutzende von blutigem Stuhl am Tag. Und der Darm geht langsam zugrunde natürlich. Und als ich es noch vor 20 Jahren recherchiert habe, bitte, das sind jetzt veraltete Zahlen, da hieß es dann, dass in Deutschland über 12.000 Operationen, also praktisch, wo der Darm dann entfernt wird, weil er dann so dünn geworden ist durch ständige Kortisongaben, und man versucht ja, das zu unterdrücken, und wo dann halt dann der Dünndarm praktisch an den Ausgang genäht wird und so. Das ist also das, nach 10, 20 Jahren ist das immer so der Ausgang dieser Erkrankung. Und es gibt offiziell und auch sonst keine Hilfe. Und ich, auch wenn es ein bisschen anmaßend von mir klingt, aber es ist nun mal Fakt, dass wir haben Dutzende von Fällen, die, wenn sie die Therapie mitgemacht haben, die völlig beschwerdefrei, also
sogar kurz vor der Operation habe ich Menschen, die wieder zurückgeholt praktisch. Darm regeneriert sich relativ gut. Und da machen wir, das ist auch nichts Kompliziertes, die haben in den meisten Fällen neben zum Beispiel Sachen wie Spulwürmer und andere, die sie allergisieren gegen Nahrungsmittel und alles Mögliche, haben die meistens Hakenwürmer. Das sind Ankylostome. Hakenwürmer haben folgende, die haben am Kopf so einen Haken und die haken sich in die Schleimhaut ein, sind winzig klein und ernähren sich vom vorbeifließenden Blut. Ja? Und wenn halt die Stelle fertig ist, dann lassen sie die Stelle in Ruhe und gehen an eine andere Stelle und haken sich dort ein. Und was entsteht da? Da entstehen lauter kleine Geschwüre. Was ist ein kleines Geschwür? Das ist eine Colitis ulcerosa, wie der Name schon sagt. Das ist eine geschwürige Entartung. Und das ist also ein relativ naheliegender Zusammenhang. Natürlich haben die meistens auch noch eine Candida-Belastung, die das Ganze noch verschlimmert. Und wie gesagt, das ist aber, und diese Menschen entwickeln dann immer so eine Eiweißallergie. Also ich teste dann immer so, dass sie auf verschiedene Eiweißsorten, Eier, Schweinefleisch und Milch manchmal und so allergisch sind. Wenn diese Patienten, wir haben wirklich viele, das einhalten, diese Diät dann und langsam die, man kann bei denen zum Beispiel nicht eine so brutal eine mit viel Wermut und Walnuss, das würde den Darm viel zu sehr reizen, also da muss man langsam vorangehen. Aber das Erfreuliche ist wirklich, das sind Menschen, die, wie gesagt, die keine Hoffnung haben. Es gibt schulmedizinisch, wird sogar in den Selbsthilfegruppe wird immer von den gleichen Professoren, die den Selbsthilfegruppe vorstellen, sagen, nein, es gibt keine Hilfe, sie müssen weiter ihr Cortison und ihre sonst Immunsuppressiva nehmen und dürfen ja nicht was sagen. Das stimmt einfach nicht. Also wir können da wirklich helfen. Ich hab höchstens ein oder zweimal versagt bei so Patienten. Die anderen, wenn sie mitmachen. Also es ist so belohnt auch für den Therapeuten, weil wir wissen, unangenehme Erkrankung, schmerzhafte Erkrankung. Und wenn man den Zusammenhänge kennt, meistens ist es das, dann kann man auch wirklich sehr schön helfen. Also deswegen, ich rede auch sehr gerne darüber, weil ich weiß, dass diese Menschen auch Hilfe bräuchten. Ne? Vielen Dank, dass du dir unseren heutigen Interviewausschnitt mit Alan Baklayan zum Thema Parasiten als heimliche Krankmacher angesehen hast. Wir hoffen, dass du jetzt ein besseres Verständnis dafür hast, wie Parasiten unsere Gesundheit beeinflussen können. Wenn du mehr über alternative Heilmethoden, die neuesten Therapien und Gesundheitstipps erfahren möchtest, schau dir gerne weitere Videos auf unserem Kanal an. Vergiss auch nicht, uns zu abonnieren, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Teile auch gerne deine Gedanken oder Fragen in den Kommentaren und tausche dich mit unserer Community aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.